zu unserem Podcast integriert sein Vater. Geht's euch gut? Sehr gut, dir? Schlechten Menschen geht's immer gut. Ach so, so. She's a sinner. Wenn ich singen könnte, wow. Sehr schön, mir geht's auch gut. Blenden bist hervorragend. Ja. Mhm. Hab nur ein bisschen Heuschnupfen, man hört das wahrscheinlich, aber anyways. Allergie? Allergie. Okay. Allergie. Genau. Fangen wir direkt an mit unserer ersten Kategorie. Und zwar haben wir 4 Kategorien für euch vorbereitet. Einmal wusstest du schon, Life in Color, Spill the Tea. Und am Ende reagieren wir, wie immer, auf ein Video. Mhm. Und wir springen einfach direkt rein. Und zwar hat Ivans was mitgebracht bei Wusstest du schon. Genau. Und zwar habe ich wusstest du schon, dass das Wort Picknick auch sehr rassistisch ist? Nee. Inwiefern? Und zwar, das Wort kommt eigentlich aus dem Französischen, aber damals in der Sklaverei war das so, dass das Wort Picknick, Pick, also das hieß Pick, Nick hieß es, also Nick für N-I-G-G-A das Wort. Und genau, und es war halt so, die haben so Familien von, haben sich versammelt und haben sie so sich Sklaven ausgesucht, also you pick a Nick. Weißt du, suchst aus und dann wurde er halt so erhängt am Baum und dann haben die halt da auf dem Rasen halt Picknick gemacht. Wow. Das war so ein, nicht so ein Fest, aber so ein Event. Als würde so zusammenkommen, essen, trinken und da hängen halt ein paar Sklaven so. Wow. We picked our Nick and now we are having, you know, a Echt, Picknick. Ja? Wie können yes. Menschen so böse sein? Wow. Und die Sache ist, ich habe mir ein paar Sachen durchgelesen, welche meinten, stimmt nicht, aber es gibt halt, die Beweise sind halt, dass es halt so Bilder gibt, wie halt Leute da sitzen und essen und daher sind halt, wurden halt Sklaven gerade erhangt und hängen einfach da und die essen halt ganz normal und haben hier krass. Manifest und so. Und ich noch so in der letzten Episode... Ja, ich liebe Picknicks, voll süß, voll toll, oh ja, mein Gott. Ja, ne? Also ist das Wort jetzt eigentlich vom Ding her eigentlich verboten. So. Also ja, das müsste man sagen, das eigentlich dürfte man das nicht sagen. Das müsste aus dem aber Vokabular es wurde halt raus. So verallgemeinert. Ja, wie, so wie viele Dinge. Ja, ne? Ja, also ich meine. Ja, deswegen, das wissen auch, ich wusste es ja auch nicht. Ich habe es durch Zufall durch ein Video gesehen und dann habe ich mir ein paar Sachen durchgelesen. Krass. Und so. Ja, Mann. Okay, wow. Gut zu wissen. Also voll. Aber was sagt man stattdessen? Na, man sagt schon Picknick, weil das Wort gab es ja schon vorher, ja. Aber in der Sklaverei haben die es einfach so. Dafür benutzt. Ja. Also so umgewandelt. So. Genau, genau, genau. Weil es sich so anhört wie Pick, N-Wort, N-Wort. Ja, deswegen Picknick. Wow. Wow, okay, interessant. Also ja. Das Wort ist raus, dann einfach nur, sollen wir uns auf die Wiese legen und essen? Man kann ja auch Barbecue ohne Grill sagen. Wir machen Barbecue ohne zu grillen. Ein auf den. Das ist ja auch draußen ja, auf der Wiese. Ja, und bla bla. Ja. Okay, ja. Ja, ist krass. Ja, ist echt krass. Ich war auch schockiert. Ja. Speechless. Man muss dann noch mal ein bisschen Research betreiben, ob das wirklich so war. Es war weil, oder nicht, das ja. Wort Picknick. Ja, so, wie soll man das sonst sagen? Aber es hört sich plausibel an. Picknick. Mhm. Aber was sagt ihr dazu? Stimmt es? Stimmt es nicht? Ja, wir werden es dann spätestens in ein paar Nächstes Tagen mal. Nochmal ansprechen, gucken, genau. Ob es wirklich stimmt. Mhm. Genau. Ob das Fake News sind oder. Ah! Good one. Oder is it the truth? Yes. We'll see. Alright. Sehr interessant, Ivan. Ich bin immer wieder erstaunt, was für Dinge du weißt. Of course. Die wir nicht wussten. So. Yes. Ja, Mann. Next Category heißt Life in Color. Mhm. Und ich habe mir neulich die Frage gestellt, weil neulich bin ich in so einen Raum reingekommen. Mhm. Also ich war mit meiner Mutter in Bayern, in, wo war ich da? Ach, keine Ahnung, so ein Ort, so ein Recreation, also da, wo Leute so chillen, Bergsteigen gehen und sowas, ne? So Wochenende mit Mama und so, oder eine Woche mit Mama. Und da gab es so Festspiele, da gab es so klassische Musik und dann wollten wir halt... und sowas anschauen, dann sind wir in so ein Schloss reingegangen, in so einen Raum, wir waren ein bisschen zu spät. Und Ausländer! Da seid ihr schon aufgefallen. Ja, allein auch schon aufgefallen. So. Also meine Mom nicht, meine Mom ist ja Iranerin, ist ja weiß, so, okay. Ne? Die geht so husch zu einem Raum, total unauffällig. Und dann stand ich so an der Türschwelle und habe ich gemerkt, so die ganze Aufmerksamkeit ist auf mich gerichtet. So, weißt du? Als wäre ich so eine richtig heiße Frau, weißt du? So.
Und dann bin ich da so. Das ist so witzig. Ich original habe in diesem Augenblick gedacht, krass, so muss ich eine richtig heiße Frau fühlen, weil jeder schaut dich an, aber keiner traut sich mit dir zu sprechen. Ja, weißt du, was ich meine? So, und dann bin ich da reingegangen und ich habe mich voll unwohl gefühlt einfach. So. Da wollte ich fragen, wie das so bei euch ist. Macht das was mit euch, wenn ihr, keine Ahnung. Eigentlich ist es ja fast überall so, aber wenn es so eine Hochzeit von einer deutschen Freundin oder von einer weißen Freund oder Freundin oder irgendwelche Events und wenn ihr dann so reinkommt, wie fühlt ihr euch so? Was macht das mit euch? Es kommt immer drauf an auch, ne? Weil wenn man irgendwo hingeht und dann sag ich mal, das sind nur Weiße, aber du kennst die, dann ist es wieder, weil du fühlst dich ja trotzdem wohl, weil du die kennst. Aber wenn du irgendwo hingehst und du kennst gar keinen und da sind nur Weiße, ich denke halt, zum Beispiel, wenn man so auf Events geht oder sowas, man wird irgendwo eingeladen und so und manchmal kennt man ja die gar nicht die ganzen anderen Leute, die eingeladen wurden, weißt du? Und wenn man auch zum Beispiel keine Plus 1 hat oder so, gehst du halt alleine hin. Und dann gehst du hin und siehst so und ich denke halt immer so, okay, sind nur Weiße und dann denke ich so, okay, ich war bestimmt der Quotenschwarze, der einfach eingeladen wurde, um ein bisschen Diversität, weißt du, reinzubringen. Ein bisschen so, Farbe ins Spiel zu bringen. Weißt du, so. Aber ich habe jetzt nicht wirklich, ich weiß noch, einmal war ich auf Event und es war so, ich kannte keinen und war halt da und dann ist halt so dieses, man muss halt dieses Smalltalk führen, was weiß ich, man will ja nicht allein in der Ecke stehen, weißt du, dann unterhalten man sich und so. Ich finde es auch gar nicht schlimm, ich mag das halt einfach dann so, ey, was geht, ich bin so und so, bla, was machst du und so. Und dann, ich weiß noch, und da war noch ein Schwarzer, weißt du, aber ich kannte ihn nicht, ne? Und ich stand irgendwann so da und dann gucke ich kurz nach links und er guckt auch gerade so und da war es so, ey, also, I noticed you, so, weißt du, ein auf den, you are black, I'm black, weißt du, wir haben uns kurz so ein auf genickt und da haben wir unser Ding weitergemacht. Also, das fand ich halt cool, so, weißt du, es war so, okay, er fühlt genauso, was ich auch fühlte, we in this together. Ja, man muss gar nicht viel sagen, ist so, die Energie sagt alles. Aber ich find's eigentlich nicht, also, ich mach mir da nicht so viele Gedanken eigentlich darüber, wenn ich so der einzige Schwarze bin, da wo nur Weiße sind und so. Aber, da will ich mal was sagen, ich bin ja viel rumgereist und so und die meiste Zeit war ich ja dann nur mit Weißen so, weil ich bin ja an irgendeinem Ort, ich kenne gar keinen. Weißt du, man muss ja erstmal Leute kennenlernen. Und ich weiß noch, ich war mal mit zwei Freunden essen, Arbeitskollegen, damals in Amerika essen und wir haben so geredet und da meinte ich halt so, habe ich halt so gesagt, wir haben über irgendwas geredet, da meinte ich so, ja, ich vermisse schon so meine schwarzen Leute so um mich so, weißt du, weil das fehlt mir. Und ist manchmal so langweilig und die bla bla. Und dann der weiße Freund hat sich aber richtig beleidigt gefühlt, dass ich es gesagt habe, weil ich meinte halt so, mir fehlen die Schwarze so, mir ist manchmal langweilig. Und er hat so aufgenommen, dass also er oder die Weiße so langweilig sind. So, weißt du, ich hänge nur mit dem ab, weil ich keine schwarzen Freunde im Moment habe, so, weißt du. Und er hat es mir aber nicht gesagt. Und dann irgendwann beim Essen, so ein, zwei Wochen später, habe ich es nochmal gesagt. Und da hat er mich drauf angesprochen. Und da meinst du, ja, ich glaube, ich habe es einfach nur falsch gesagt. Weil ich meinte einfach nur, ich vermisse so Leute aus Ghana. Weil ich war über ein Jahr dort. Ich habe nicht einmal Chi gesprochen. Habe nicht einmal so Fufu und so gegessen. Weißt du, und das habe ich halt so vermisst. Das meinte ich halt so. Genau, jetzt weiß ich nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Aber viele verstehen das auch dann falsch, weil ich kenne das, als ich schon nach Berlin gezogen bin, bin ich auch erstmal in eine WG gezogen mit einem anderen Comedian und einem anderen Mitbewohner. Und ich war nur mit White People die ganze Zeit. Ne? Und ich meine, nichts gegen White, alles cool. Ne? Aber ich habe dann irgendwann auch gemerkt, so auch so Videos und so, alles nur mit Almans gemacht, ne? Alles nur mit White People gemacht. Und irgendwann war ich auch so, ey, I miss my people. Das war auch so während Corona, Lockdown. Ich war halt nur mit Deutschen. Ich habe gemerkt, wie ich immer Deutscher geworden bin, so, weißt du? Und dann war ein Tag, wo so ein bisschen so gelockert worden ist, man konnte sowas machen. Dann bin ich nach irgendwo in Kreuzberg, war das, dann mit ein paar Freundinnen und Freunden haben wir uns dann getroffen. Und da habe ich gemerkt, krass, diese Energie, diese Emotion, dieses Gefühl ist einfach anders, wenn du mit deinen Leuten bist und so. Ja. Ist also für mich kann sein, dass es Schwarze draußen gibt, die sagen, ja, ich liebe meine White People. Bin immer ist mit alles, gut, ist ja, alles, klar, alles gut. Ich sage ja nicht, dass wir die Ja, genau. So, ne? Aber ich verstehe, ich fühle das so krass, weil es ist so, dann denkst du, I need my people. So. Ja. Weil die fühlen mich, wenn ich irgendwas sage, die verstehen das, die können relaten und so. Genau. Und ich finde es auch mal so eine Frechheit, wie sich jemand dann so auch so beleidigt fühlen kann. So. Ja, ich habe es einfach nur falsch gesagt, weil als ihm erklärt, aber hat das vollkommen verstanden. Da warst du, okay. So, weißt du. Ja, Mann. Wie siehst du das? Ja, also ich habe oft die Situation, dass wenn ich so banale Sachen, wenn wir gehen einkaufen, so, das sind so alltägliche Sachen, die man macht, ne? Dass man steht man irgendwo und dann fühlt man sich direkt beobachtet.
Man fühlt sich, ich fühle mich direkt beobachtet. Aber dir ist das nochmal nur besonders, weil ich kenne ja auch viele Leute und du kannst dich. Sagen wir mal zur Zeit mit der Maskenpflicht. Ja. Keiner kannte mich. Ach. So Maskenpflicht war super. So, also es gab Situationen, wo ich mir dachte, ey, nice. ne? Und du bist aber trotzdem die schwarze Gestalt. Du kommst trotzdem rein und man fühlt sich beobachtet. Ja. Man versucht dann so Dinge so offensichtlich zu machen, dass man nicht denkt, also dass jemand anderes denkt, okay, vielleicht würde ich irgendwas mitnehmen oder irgendwie sowas. Ne? Zum Beispiel, ich komme mit Nairobi, gehst du irgendwo hin. Ich bin ja am Anfang mit ihr Bahn gefahren. Hauptsache nicht laut werden, nicht schreien, nicht weinen. Du willst nicht auffallen einfach in dieser, ne? Das sind so alltägliche Dinge, wo ich mir denke, okay, ich fühle mich sehr unwohl gerade, wo ich bin und in der, ne? Ich fühle mich nicht safe. Mhm. Ich fühle mich oftmals nicht safe. So, ne? Auch auf Events? Im so? Gym. Im Gym. Jeden Tag im Gym. Ich bin, glaube ich, die einzige Schwarze da. Ist mir auch aber aufgefallen, da ist kein Schwarzer. Ja. Keine POC-Person ist. Obwohl, POCs gibt es dort, aber mehr männlich und auch nicht so ganz black, schwarz, ja. Sondern halt POC. Ja. Und ich fühle mich auch oft krass angeguckt. Mhm. Also so, ich fühle mich da immer noch sicherer als woanders, aber schon out of space. Und auch wenn man sich diese Videos, die abgespielt werden vom Gym, wenn man sich die anguckt, denkst du so, ey, one white person after another, okay, good for you guys, aber es ist nicht so inspirierend. Ich gucke das an, denke mir so, ey, you know? Ja. Fühlst du dich angesprochen? Ich fühle mich nicht angesprochen. Ich fühle mich nicht so Teil der Familie, der Clique. Ja. So out of space einfach. Oftmals so Situationen. Events, so wie du sagst. Ja, was ist, wenn ihr zum Beispiel irgendwo hingeht und das sind nur Weiße und das ist noch ein Schwarzer? Fühlt ihr euch dann so, oh, okay, noch ein Schwarzer? Oder fühlt ihr euch so, hä, was sucht da? Es gibt entweder oder. Es gibt nie... Oh, wie cool. Ja. Entweder der andere Schwarze fühlt sich auch vielleicht angegriffen okay, was machst du jetzt hier? Oder ihr klickt einfach so, ey, ja. Aber ich frage mich, warum ist es so, dass man dieses Gefühl hat, so einer auf den so, warum ist hier noch ein Schwarzer so? Generell, wir Schwarzen sind nicht nett immer zueinander. Wir gucken auch erstmal, wir beobachten sehr viel. Ja. Wir sind nicht so direkt auf... Hey, sondern es ist erstmal die Lage abchecken. Wir sind aber nicht so miteinander, so? Habe ich das Gefühl. Also oftmals nicht. Man müsste sich ja eigentlich freuen, wenn da. Eigentlich, ja. Man denkt, oh, jetzt bin ich safe. Yeah, genau. Aber es ist oftmals ist nicht so. Vor allem bei Mädels. Okay. Ist aber nochmal vielleicht, that's the topic for another day, maybe. Okay. Ne, aber es ist oftmals bei Mädels. Man fühlt sich direkt so low-key angegriffen. Aber for what reason? Man sitzt im gleichen Boot. So. Ja. Schon wieder. Ja. Nee, das Ding ist auch, wenn ich so einen anderen Schwarzen, also zum Beispiel, ich war im Urlaub und dann habe ich in einer Bar noch einen Schwarzen gesehen und ich war voll happy, weil wir waren die einzigen Schwarzen auf dieser Insel gefühlt und so und wir haben auch direkt, also nicht direkt so miteinander geredet, aber erstmal so abgecheckt und dann nach Stunde zwei haben wir direkt geklickt. Aber warum checkt man nicht mit weißen Menschen ab? Bei weißen Menschen ist es so, ja, aber Schwarzen ist immer dieses erstmal abchecken. Erstmal Lage checken. Ich glaube, weil es was was Besonderes ist. Warum ist es was Besonderes? Also du kommst ja, wenn du irgendwo hingehst, außer es sind jetzt so Veranstaltungen, wo viele Schwarze sind und so, wo du schon weißt. Aber meistens, wo wir hingehen, sind die meisten ja, ist die Überzahl ja weiß und du siehst nicht so viele Schwarze. Und dann, wenn du einen siehst, ist auch für dich vielleicht so ein bisschen so überraschend. So, ach krass, noch ein Schwarzer und so. Und dann musst du erstmal gucken, so, da sticht halt einfach mehr heraus, weil Whites sind alle white. Mhm. Und dann kommt was und dann denkst du, ah krass. Und dann musst du ja selber gucken. Voll schade eigentlich. Also ich finde es voll schade. Auch bei Mann und Frau ist es oftmals so, dass wenn ein schwarzer Mann oder eine schwarze Frau, ich rede jetzt für mich, wenn wir im selben Raum stehen, erstmal, also entweder er findet dich super attraktiv und denkt sich, damn, oder er wertet dich direkt ab, oh, schwarze Frau, I like my woman. Different, white, whatever. White meat. So white, auf den. Also meat. Es ist nie ein In-Between. So, man kann Kollege sein. Es ist entweder, ich will sie bang oder ich will sie wegwerfen. Ja. Diese Energie bekomme ich oft von schwarzen Männern.
Aber maybe that's also a topic for another day. Und gerade, ich habe es gerade vergessen, warte, es fällt mir gleich wieder ein. Und genau, was ich sagen wollte ist, wenn ich zum Beispiel irgendwo hingehe, ne, und es sind nur Weiße und das ist ein Schwarzer, einmal, ich weiß noch, wie ich mich erwischt habe, wie ich im Kopf gedacht habe, so, oh, okay, cool, erstmal Schwarze so, aber dann dachte ich so, oh, bestimmt, wenn ich jetzt die Person jetzt anspreche, so einen auf den, dann denken die Weißen so, oh, natürlich sind die Schwarzen jetzt zusammen und weißt du, die kennen sich und bla, was weiß ich. Aber ignorieren ist auch voll eklig. Auch voll eklig. So, why? Weißt du? Yeah, we, you know? Warum? Wir müssen das klären. Ja, 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 wir müssen, das ist eine Sache, ja, die wir unbedingt klären, ja, müssen in der Fall. Black Community. Sehr, Fall. Sehr, sehr wichtig, dass wir das klären. Ich weiß nicht, wie wir das machen, ob wir eine ganze Konferenz machen. Mit unter, allen mit Schwarzen, allen Schwarzen in Deutschland. Mit allen Schwarzen in Berlin, sagen wir erstmal, fangen wir mal klein, ja, ja, erstmal klein an. Wir müssen das klären. Wir müssen okay. klären, so wie wir uns begrüßen, wie ist das, like, can we just be cool? Mm. Wir müssen uns nicht unbedingt auf Social Media folgen. We don't have to follow. Aber es geht einfach um dieses direkte Gefühl, like, ja. How can we cope with each other, yeah. dass es nicht komisch wird und dass es einfach so ein natürliches Gefühl ist. Weil ich habe immer das Gefühl, there is something. Da ist irgend so eine Tension da einfach. Da ist immer irgendwas. Ne? Können wir nicht einfach so, wir müssen was finden. Ja. Dass jeder so einen Safe Space hat, unter uns Schwarzen auch. Weil, honestly, do I feel safe around my people? Ich weiß noch, ich werde es nie vergessen. Ich war mal feiern, so House Music. Und viele Schwarze, und was heißt nicht viele Schwarze, aber so, was ich jetzt mitbekomme, viele Schwarze feiern ja nur so Hip-Hop und solche, feiern ja nicht so House, Techno, Elektro und solche Sachen. Und da war ich mal auf einer Feier und da war auch ein Schwarzer, ne? Und ich habe gar nicht drauf geachtet, ich habe so gesehen und so, okay, bla bla. Später haben wir uns unterhalten und so. Und er meinte dann so, ja, ich gehe immer so Techno-Feiern, weil war nie Schwarzer und jetzt auf einmal ein Schwarzer da. Und es hat so voll so die Show gestohlen, so, weißt du? Hat er gesagt. Ja, 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 ja. Wow. Aber so, er hat gelacht dabei, aber... It was damn sick. Er war sehr, sehr. I'm the special one. Weißt du, war, er meinte das öfters, sie und so, ist immer der Einzige, der kommt und jetzt hast du so die Show gestohlen. Jetzt sind zwei auf einmal da. So, weißt das ist du? Nichts mehr Besonderes, guck mal. Das, weißt ist, das, du? Ist, das wurde uns eingetrichtert. Ja, Mann. Wir wurden manipuliert. Allein, wenn du schon, also, wo du schon gesagt hast, erlebe ich auch voll oft, wenn da noch ein Schwarz ist und dann meine White Dudes, die dann da rumherum sind, so, war ja klar, dass hier, weißt du, so, was war ja klar? Weißt du, ich meine, what's your problem, Mann? So, ja. Auch wenn. Na, wir müssen, das, so. Ist, das müssen wir, müssen das nochmal genauer aufschreiben, ja. Nochmal, ne, dann vielleicht im Hintergrund nochmal diskutieren, aber das sind so Themen, die wir unbedingt besprechen müssen, weil das divided uns voll in der Community, in der wir uns befinden. So, wir reden die ganze Zeit von Togetherness, Black Lives Matter and whatsoever, aber ich habe das Gefühl, dass wir einfach so krass divided sind und das fällt nicht nur mir auf, sondern generell, dann heißt es ja, oh, sie hat voll eingebildet geguckt, sie hat nicht Hallo gesagt. Ne. Das sind so Themen, die wir unbedingt besprechen müssen. Bitte bei der nächsten Episode, auch wenn es nur das Thema ist, auch wenn es 40 Minuten nur das ist. Wir haben schon, glaube ich, so lange darüber gerade gesprochen jetzt schon. Ja, aber wir müssen noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Ja, ja, vielleicht nochmal unsere Gefühle ausschreiben, wie wir uns wirklich dabei gefühlt haben, was wir vielleicht, was wir ändern könnten. Wie wir einfach ein besseres Miteinander haben hier in Berlin, sagen wir mal, oder in Deutschland. Weil ich habe das Gefühl, zum Beispiel in UK ist das anders. In aber UK ich glaube, oder. Das wäre hier auch anders, hätten wir mehr Schwarze. Das stimmt allerdings auch. Weißt wir sind du? Zwar viele, aber nicht so viele. Ja, also auf, den ganz, auf ganz Deutschland verteilt. Genau. Ich verstehe das. Genau. Das heißt, jeder hat so seine Struggles und so. Aber am Ende des Tages müssen wir mehr darüber reden, weil nicht darüber reden bringt ja nichts. Ja, genau. So an, wir müssen ein bisschen Lärm machen deshalb und vor allem, vielleicht können wir noch eine andere Dame mit einladen, so und dann nochmal so ein bisschen Frauenperspektive, ja, yeah, nochmal ein bisschen tiefer gehen, ja, 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 in die Tiefe gehen. Aber ich finde, langsam kommt es ja auch, besonders in Berlin, weil ich werde oft so oft, aber jetzt fängt es an. Jetzt erst anfängt, das heißt, es dauert noch richtig das lang, weil es jetzt erst anfängt. Wir sind jetzt 29, ja, wir sind jetzt 29, wie war das vor 10 Jahren? Weißt du noch? Da waren wir 19. Mind you. Ja. Du bist auch so gefühlt die einzigen Schwarzen, so gefühlt. Gefühlt. So, du warst so, immer so, hä? War die erste Generation. Ja, ja genau, ja, ja doch. Ja. Höchstens zweite Generation. Allerhöchstens. Doch, wir sind die zweite Generation. Es gibt noch welche vor uns. Ja, es gibt noch diese, stimmt. Weißt du. Ja. Stimmt. Ja, ich unsere weiß. Cousinen, älteren Cousinen und Cousins, hey. Die sind ja, genau, die sind die erste. Und dann kommen wir. Und dann kommen wir. Aber wir sind aber so die erste Generation, die wirklich so
drin ist. So, bei uns gehen alle fast studieren oder machen, so weißt du, wir sind viel mehr so in der Gesellschaft. Ja. Als andere. Ich meine, ja. Ich will einfach nur, dass wir darüber nochmal reden. Aber und positiv auch darüber reden. Ich möchte nicht, ich will uns gar nicht bashen. I don't want to do that, weil wir bekommen sehr viel Bashen von außen. Und ich finde, ne, in unserer Community, wir müssen uns einfach stärken. Mhm. Aber wir müssen die Fakten auf den Tisch legen und wir müssen auch ehrlich zueinander sein. Und auch so Dinge, weil es gibt auch Freunde, die wir auch alle kennen, ein Freund von mir, der macht auch Panel Talks, hat jetzt angefangen, wo er dann einfach Creatives oder Leute sich zum Beispiel im Corporate, also bei Unternehmen wie Adidas etc. es geschafft haben, eine hohe Position einzunehmen, einfach die zusammenzubringen und den Leuten zu erklären, ey, so haben wir es gemacht und so kann es aussehen und einfach so ein Netzwerk zu schaffen unter uns und der ganzen Community, weil wir uns gegenseitig halt immer helfen können. So, weißt du, wenn, keine Ahnung, deine kleine Nichte ist irgendwann 18 oder so und ihr sagt so, ja, Sandra, ich würde voll gerne Schauspielerin werden oder so, ich brauche Castings. Und dann haben wir aber ein Netzwerk, wo wir sagen können, ja, Ivans ist doch in dem Film hat er mitgespielt, also Kontakte zu dem und dem und dann kann man sich gegenseitig zuschauen. So ein bisschen zu. Ja, aber das ist normal, ne? Ja. Genau. Das ja, es war sehr nice. Das fand ich sehr nice, was wir kurz besprochen haben. Ja. Und ich hoffe, dass wir wirklich dann demnächst nochmal ein bisschen in die Tiefe gehen können. Ja, definitiv. Und dann nochmal das Ganze auffangen können. Und richtig, und vielleicht auch noch wirklich eine Lösung finden, dass wir sagen, okay, weißt du was, das ist jetzt der Plan, maybe we can, you know, follow that. Ja, nice. Cool. Okay, ich will ein Video zeigen. Sind wir schon dort? Sind wir schon dort? Oh Mann! Ich will wieder zeigen! Ich war so motiviert. Spill the Tea. Was haben wir bei Spill the Tea? Spill the Tea, da hast du was mitgebracht bezüglich dem Boyfriend. Spill it. Okay. Spill it! Wir alle haben den einen. Sorry. Darf ich reden? Sorry. Mann, tut mir leid. Darf ich? Tut mir leid, ja. Okay, darf ich reden. Ich bin nicht so. Temperamentvoll. Ich bin nicht so. Okay, wir haben alle den einen Freund, der entweder immer nach Hause gehen muss, weil der Partner gerade anruft, oder den Partner immer mitnimmt. Was wie schlimm? Bei Events. Welchen findet ihr, also welcher ist besser, was findet ihr schlimmer? Also ich persönlich? Der immer zum Beispiel, hey Babe, Babe ruft an und die Person ist dann weg. Oder? Also geht. Geht. Ja, so, okay, bye, I need to go. Also immer, einfach immer. Immer. Ja. Immer. Das Wichtige ist einfach nur. Immer. Okay. Oder der eine Freund bringt Bay. Immer mit. Immer mit. Boah, ich finde also, also, ich finde es nerviger, wenn er oder sie Bay immer mitbringt. Ich auch. Ich finde so, why? Ja. Jetzt have some Friendship-Time. So Privacy, Freund, private. Ja, so. Da muss deine Freundin oder dein Freund auch nicht alles wissen und also alles bekommen. Ich sag das auch immer zu Freunden. Ich sag das klipp und klar. So zum Beispiel auch mein Geburtstag habe ich auch reingeschrieben. Du bist eingeladen, du hast keine Plus Eins. Freundin, kommt nicht mit. So. Und ich weiß noch, da hat mich sogar ein Kollege nochmal angerufen und hat nachgefragt, darf ich sie mitnehmen? Ich so, nee, darfst du nicht. Und dann ist auch die Sache, ist ja nichts, dass ich irgendwas gegen der Freundin habe oder Freund. Gar nicht, null. Aber wir sind nicht befreundet. Und ich will nur meine Freunde da haben. Und ich will auch so frei reden können und was. Ich will nicht darauf achten, was ich sagen muss und was nicht. Aber wenn eine fremde Person da ist und die könnte es ja ihre Freundinnen oder Freunde oder richtig, was weiß ich erzählen. Ja. Ich sag das immer so. Und auch zum Beispiel, wenn man eine Reise plant oder so. Ja. Und dann ein Kumpel sagt, ja, meine Freundin kommt auch mit. Oder eine Freundin sagt, ja, mein Freund kommt auch mit. Da, also ich sag dann immer so, nee, ich find's nicht cool. Ja. Das ist unser, also Freundschaft und so, bla bla. Ja. Wenn du deinen Freund oder Freundin mitnehmen willst, dann macht euer Privaturlaub oder macht's mit anderen Freunden, die nehmen dann vielleicht auch ihre Freunde, bla bla, sowas. Aber nicht, wenn wir so, also dann fliege ich auch nicht mit. Ja. Ist mir vollkommen egal. Also ist aber nicht so, wo ich sage, oh, ich find's voll schlimm oder so, gar nicht. Dann macht euer Ding, fliegt zusammen. Ich flieg da nicht mit, weil ich keinen Bock drauf habe. Ja, ich bin derselben Meinung. Also wirklich, ich so dieses immer, dass dann die Freundin oder der Freund im Schlepptau ist, so, wie gesagt, alles cool, ich bin auch happy, dass du in einer happy relationship bist und ich finde auch schön, dass du so das Gefühl hast, du bist offen, du kannst deinen Boyfriend oder Girlfriend immer mitnehmen, aber to a certain extent, also es gibt so, ne, so Sachen, wo man sagt, okay, ja, you are welcome, aber ich glaube, so im Allgemeinen ist es einfach, finde ich besser, wenn du dann gehst und dann zu deinem Partner gehst und, you know, der Rest der Gruppe bleibt dann.
anstatt dass du deinen Partner mitnimmst. Ja, finde ich auch. Finde ich genauso. Ja. Ja. Ich finde aber beides sehr nervig. Also so, wenn, auch wenn sie immer anruft und du haust dann sofort ab, so, das ist auch nervig. Ja, weißt so. Du, wir sind gerade am Chillen, alles ist cool. Und dann, nur weil deine Freundin anruft, weißt du, du musst ja nicht immer gehen. Und sie weiß doch, dass du hier bist. Warum musst du Safe Space, gehen? Ja. So, weißt du? Ja. Toxisch, würde ich sagen. Ja, finde ich auch. Es schon, geht schon Richtung toxisch. Doch. Ja. Was haltet ihr von Menschen, die, wenn die eine Beziehung eingehen, verschwinden komplett? Das ist das Schlimmste überhaupt, finde ich. Kennen wir ein paar. Ja, auf jeden Fall. Ich auch, das ist unfassbar. Die sofort verschwinden. Ah, die sind einfach weg, ne? Die sind wirklich weg, komplett weg. Keine WhatsApp-Gruppen mehr. Kein Anruf. Keine Fotos mehr. Nichts, alles weg. Und dann rufst du an, so, ja. Man geht, kaum geht die Person ran, erstmal das. Wenn die Person rangeht, dann ist die Freundin da oder der Freund da. Mhm. Und dann kann man auch nicht mal so normal reden, so, weißt du, dann ist so, oh, okay, ja, dann. Bis irgendwann. Ja. So. Genau so, ja, bis dann. Ja, ganz schlimm. Richtig. Oder kennt ihr diese, die sich so krass von einem Partner beeinflussen lassen? So eine Nachricht kann alles kaputt machen? Ja, Mann, übertrieben. Wow. Denkst du so, bruh, dude, don't do that to yourself. No. No. Aber warum ist das so? Ist man dann so krass vernarrt in den Partner? Man ist verliebt einfach. Man liebt die Person und die Meinung ist ja auch wichtig. Weißt du, wenn die Person was sagt, dann denkst du schon darüber nach. Ja, mehr auf jeden Fall. Als wenn irgendeine Person das sagen würde und so. Ja ich meine, ich kann es verstehen, wenn man so frisch so zusammen ist, verliebt, da ist man ja voll so, oh, ich liebe dich. Ich will jeden Tag mit dir sein. Weißt du, am Anfang ist es so. Und da kann ich auch verstehen, wenn die Person sich mal nicht meldet oder was weiß ich. So. Aber für immer? So, weißt du, du hast ja noch ein Leben, du hattest ja auch ein Leben davor, so, weißt du. Du hast deine Freunde, Familie, was weiß ich. Kennt ihr das dann, wenn die Schluss machen? Dann kriegst du direkt so einen Anruf. Hey, was geht da? Lang schon gehört voneinander. Ich sag, it's your fault. Ich war die ganze Zeit hier. Ja. Was ist eigentlich, findet ihr das schlimm? Sag ich mal, du hast eine Freundin, ne? Und würdest du es schlimm finden, wenn ich was privat mit deiner Freundin unternehme? Ja. Ja, ist so ein bisschen komisch. Also bist du vorher schon mit ihr befreundet gewesen? Oder, ja, genau. Das ist, also wenn oder sage ich mal, wie war nicht befreundet, aber zum Beispiel, sie mag irgendwas, was ich auch voll mag. Ja. So zum Beispiel irgendein Interesse. Zum Beispiel, ich mag es zu malen. Oder sag ich mal, so ein... so, oder wir feiern beide einen Artist. So ein Artist, den wir beide richtig feiern, weißt du? Und kennen nicht viele und so, ey, du kennst auch bla bla. Und dann sagst du, ey, bald ist ein Konzert. Lass mal zusammen hingehen. Honestly, nein, finde ich nicht schlimm. Ich glaube aber, weißt du warum? Warum? In unserer Freundestruppe, die wir haben, die sind alle so cool, dass wir auch privat mal was machen können. Das ist ja nur der eine Moment, wo du sagst, ey, weißt du was, ich werde nicht alleine hingehen und ich weiß, dass du auch du Fan feierst, bist. Deswegen will ich. Aber ich finde, dass man das vorher immer mit dem Partner absprechen sollte. So, ey, ist das in Ordnung, wenn Für dich, das ist immer so eine Respekt, so eine, es gibt ja so, wir sind auch in einem Alter, wo wir das machen müssen, weil wir sind in einem Alter, wo Beziehungen dann auch länger halten und vielleicht auch so, hopefully. By God's grace, dass man sagt, okay, sag mal, das ist Boundary, you know, can I, und ist es okay? Finde ich in Ordnung. Ich glaube, ich bin da jetzt in einem Alter, wo ich mir denke, it's alright. Ja. Ja, es kommt immer darauf an, wie du schon sagst, wie der Freundeskreis ist, finde ich. Also ich meine, wenn ich so bin, dass ich meine Freundin in unserem Freundeskreis mit einbeziehe, also wirklich so integriere, dann wäre mir das, glaube ich, dann, weil ich kenne dich ja so, keine Ahnung. Also ich glaube, aus Respekt vor mir würdest du jetzt nicht versuchen, irgendwas zu machen. So. Aber you never know. Aber da fällt mir zum Beispiel ein, guck mal, wir haben alle Freunde, die in einer Beziehung sind und du hast gesehen oder gehört oder die Person hat sich selber gesagt, dass die Person fremdgegangen ist oder so, weißt du? Oder, sag ich mal, die Person ist ein Fuckboy oder irgendwas sowas, Sag ich mal, ich wäre so einer, ne? Der fremdgeht oder der Freundin so fremdgegangen ist, bla bla, oder ich bin Fuckboy, nimm dies, Mädchen, dies, bla bla bla. Ja. Und deine Freundin feiert den Arzt, den ich auch mache, und sagt zu ihr, lass mal auf ein Konzert zusammen gehen. Würdest du da immer noch sagen, ist okay? Ja, ich würde sagen, ist okay, weil ich immer noch denke, aus Respekt vor mir, also Respekt vor unserer Freundschaft, würdest du das nicht tun. Also das ist mein Denkensweise. Okay. So. Ja, also wenn das jetzt so random in einem Dude wäre, dann eher nicht. Ja, ja. So, aber also wenn ich ihn gar nicht kenne, aber wenn ich weiß, ey, du gehst mit Ivans und ich kenn dich, und so, dann würde ich auf jeden Fall, also ich vertraue dir, so, weil man weiß ja nie,
wie die weil ich habe öfters von Frauen, zum Beispiel wenn, sag ich mal, Männer in einer Beziehung sind und sag ich mal, die wollen so einen Trip machen, so einen Jungs-Trip. Mhm. Und da zum Beispiel, da hört man von Mädels so, ja, dieser, ich mag aber diesen Kumpel nicht, weil er das und das mag, ich mag diesen Kumpel, weil er das und ich vertraue, also ich vertraue ihm den nicht. Ja, genau. So, weißt du, und dann lassen die halt ihren Freund nicht gehen. Ja. Das ist ja dann auch das Gleiche so, wenn ich sage, so, ich will mit deiner Freundin auf ein Konzert gehen, einen auf den. Mhm. Ist keine Reise. Aber man ist ja trotzdem alleine kurz. Ja, aber da ist ja das Szenario ist ja ein bisschen anders, weil ich kenne dich und ich kenne ja auch meine Freundin. Und andersrum ist es ja so, keine Ahnung, ich bin... Du kennst, aber sag ich mal, dein Freund will Urlaub machen. Mhm. Also du kennst auch seine Freunde und du weißt auch, wie die drauf sind und bla bla und was weiß ich. Also ich habe ein bestes Beispiel, also meine Ex-Beziehung, sorry, ist jetzt die Recent-Beziehung, ich nehme jetzt einfach Beispiele daraus. Ja. Aber ich wusste, wie seine Freunde sind. Und... Die hatten es faustig hinter den Ohren. Ich wusste, wie seine Freunde drauf sind. Mhm. Ich musste ihn trotzdem lassen. Was würdest du machen? Würdest du ihn festnageln? Es ist oftmals auch der Grund, warum sich Leute trennen, weil man sich so ein bisschen nicht so frei fühlt. Klar, ne, es gibt immer Boundaries, aber wenn du einen Menschen zu sehr festnagelst, der wird so oder so gehen. Mhm. Aber ich fand es immer, ich hatte immer ein schlechtes Bauchgefühl. Zu wissen, dass er jetzt mit der und der Person ist. Mhm. Weil eine Person findet es okay, das zu machen, you know? Ja. Also es kommt immer drauf an, denke ich. Du kannst es ja eh nicht verhindern. Man kann es nicht verhindern. Also wenn jemand was machen möchte, wird das machen, so oder so. Ob es jetzt bei dem Trip ist oder ob sogar jetzt... Kino, hier kurz Festival oder sowas, Konzert. Ja. Richtig. Okay. Ich meine, wir als Frauen müssen uns ein bisschen weniger verrückt machen. Aber was ist denn dein Tipp für Frauen, die in der Situation sind, die sagen so, okay, ich liebe meinen Freund, ich vertraue ihn auch, aber so, wenn er auf Reise ist oder so, ich weiß nicht, was er machen wird, so, wie fühlt sich da als Frau? Wir Frauen müssen, we have to play a game. So, auf ist mir gleichgültig, alles gut, do your thing. Vielleicht sogar ein bisschen weniger melden, es ist eklig, sowas zu machen, aber wenn er merkt, ey, du bist voll relaxed und du machst dein Ding, er kommt an. Mhm. Er denkt sich so, oh, I miss Bae. Oh, sie ist lustig, I miss her. Oh, so jetzt wäre das so ein schön. Aber wenn du Stress machst, während er da draußen ist, wird er noch weiter weggehen. Ja, er wird sagen, weißt du was, jetzt lege ich mein Handy sogar noch weiter weg. Ja, das stimmt. Aber wenn du auf cool tust, beziehungsweise nicht auf cool, sondern wenn du es wirklich gelassen siehst, genau. He's gonna come. Und even when he's come, wenn er zurückkommt, damn, that day is gonna be. He will literally come. Multiple times. Ich kann nicht. Ja, genauso wie er es gesagt hat. Aber nein, ernsthaft, wir Frauen müssen einfach ein bisschen relaxed sein, weil der Mann ist mit dir, weil er mit dir sein will, nicht weil er mit dir sein muss. Ja? Ich habe noch eine Frage. Das ist aber ein bisschen off topic. Aber wegen Trip und was weiß ich und so, das passt jetzt gerade. Ich habe auch mal Gespräch gehabt mit so ganz normal Freunden und so. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dabei warst, weiß ich jetzt nicht mal. Und da hatten wir auch das Thema mit so Verreisen, Freunden, bla bla. Und dann hatten wir die Frage so, sag ich mal, du bist mit deiner Freundin oder Freund 3-4 Jahre zusammen und du machst einen Jungs-Trip oder so oder ihr macht einen Mädels-Trip und da passiert dir ein One-Night-Stand. Und du weißt aber ganz genau, du wirst die Person nie wiedersehen. Es kommt auch nie raus. Und es wird auch nie rauskommen, weil, sag ich mal, deine Mädels wissen auch nichts davon, so weißt du. Oder deine Jungs wissen nichts davon. Sagst du es dann trotzdem deinem Partner oder nicht? Also ich würde es nicht sagen. Nee, würdest du nicht sagen? So, also das Ding ist, ich stelle mir oft die Frage, dass ich so in einer Beziehung vielleicht, also wenn sowas passiert, dass man das ansprechen muss. So, weil das zeigt ja auch, dass man selber als Mensch gewachsen ist und so sein, in Anführungsstrichen, Fehler oder in Anführungsstrichen, ist ein Fehler, stehen muss. Aber ich bin immer noch so, dass ich sage so, ey, ich habe keinen Bock auf Palaber, so, kein Bock auf Beef, so, weißt du? Aber was ist dann getan überhaupt? Weil da müsste es ja schon vorher schon klar sein, wenn ich das mache und rauskommt, da kommt ja Beef, naja, und solche klar. Sachen, so, weißt du? Ja, klar. Also ich meine, der richtige Weg, glaube ich, ist es tatsächlich, es anzusprechen, zu sagen, ja, okay. Ey, ich hab einen Fehler gemacht. Aber was würdest du machen? Es geht nicht darum, dass der richtige Weg ist. Ich bin ehrlich, würde es nicht sagen. Wenn ich weiß, es kommt nicht raus und so, weil ich sage dann, okay, ich bin ausgerutscht und sowas. Aber wie gesagt, das ist jetzt... Aber ich bin gerade in einer spirituellen Wachstumsphase und ne? Boba. Ich würde es safe sagen. Du würdest sagen, ja. Ja, einfach nur aus dem Grund, weil ich damit nicht leben könnte. Das würde mich auffressen. Ich hätte so Kopfkino, einfach zu wissen, okay, mein
Partner macht genau dasselbe. Wir sind nicht ehrlich miteinander. Mhm. Ja, ich würde die Beziehung aufs Spiel setzen. Auf jeden Fall. Ja. Hast du ja schon. Habe ich schon, mhm. indem ich das gemacht habe. Aber ich muss damit leben. Ja. Das verkackt. Man verkackt. Ja. Als Mensch verkackt man. Das ist okay. You know, we do that things. Aber, like I said, I'm a child of God. I don't do these type of things. aber ich würde sagen, 100%, ich könnte damit nicht, ich würde schlafen gehen, ich hätte so ein Kloß, so, kennt ihr es, wenn einem so heiß wird und so schlecht? Ja, jeder. Du gehst einkaufen. Du erschreckst dich sofort. Warte, du greifst den Apfel und denkst so, oh shit, ich hab Scheiße gebaut. Ich hab Scheiße gebaut. Ich habe den Apfel gebissen. Den sauren Apfel, genau das. Ja. Ja. Und du? Ich würde sagen. Ja, aber du, er ist skrupellos. He don't care. Ich würde es sagen, auf jeden Fall. Ja. Mm. Ich würde es sagen. Einfach, ich habe Scheiße gebaut, muss dazu stehen. Mm-hmm. Und ich würde es dir sagen. Mm. Auch wie schmerzhaft es wird mm-hmm. und wie scheiße es wird, auch wenn es danach vorbei ist. Mm. Was auch meine Schuld ist. Mm. Ja. Trotzdem, weil ich persönlich würde es auch gerne wissen. Mm. So, wenn sie was gemacht hat. Ich würde es auch wenn es scheiße ist, wird komplett kacke, würde es trotzdem wissen wollen. So, weißt du. Und nicht ein Jahr später oder zwei Jahre, ich würde es eigentlich gleich nach dem Trip dann gerne wissen wollen. Ich würde es auch gleich nach dem Trip sagen. Um das alles so abzuschließen, umgekehrt, wenn dann euer Partner sagen würde, dass er das gemacht hat, würdet ihr ihm verzeihen, weil es nur One-Night-Stand war? Oder kommt auf die Situation drauf an. Glaube ich, in welcher Stage auf, wo wir gerade sind, wo wir uns befinden in der Relationship. Weißt du, was ich meine? Es gibt ja auch so Momente, wo du denkst, so, du hattest selber schon Doubts, willst du mit diesen Menschen bleiben? Siehst du überhaupt eine Zukunft? Dann suchst du erstmal Pro und Contra. Ich würde auch nicht aus dem Affekt irgendwie was sagen, aber ich mache mit die Schluss. Auch gerne anhören, was sie zu sagen hat, okay. So zu dem einen, die ganze Geschichte und was weiß ich. Genau, und dann kannst du abwägen, ey, weißt du was, okay, das war jetzt wirklich ein One-Night-Stand. Und Aber was rechtfertigt? Also sagen wir, alles läuft gut, seit einem Jahr zusammen, alles top, immer gut verstanden. Ich weiß es nicht wirklich. Ich weiß auch nicht, ob ich das kann, weil für mich ist es auch einfach eine Respektsache, so. Ist eine krasse Respektsache. Es hat wirklich alles nur mit Respekt zu tun. Das heißt, weißt du, du vertraust der Person, so weißt du, vertraust sie ihr, so weißt du, du lässt sie gehen, natürlich sie darf gehen, aber du lässt sie, ey, hab Spaß, bla bla und was weiß ich. Und so vorstellen, du sitzt zu Hause manchmal abends und denkst an sie und siehst da gerade mit einem Whole-Life-Typen was weiß ich, weißt du? Deswegen ist schon respektlos und die Loyalität geht verloren, weißt du? Es sind halt voll viele Dinge, die kaputt gehen. Ja, Vertrauensbruch. Also ich zum Beispiel würde sie es machen, ich bin so, man sagt immer zweite Chance oder so, aber ich finde, bei sowas kriegst du keine zweite Chance. Nee, ich kann generell keine zweite Chance geben. Nee? Also doch, bei ein paar Sachen so, aber bei das zum Beispiel, du hast einen Fehler bewusst getan, weißt du? Also wenn die so fremd geht, dann so generell so fremd intim wird, so fremd Sex hat, so kann ich. Also es ist sehr hart, du küsst aber die Person. Ich finde, ist auch aber jetzt einfach zu sagen, so weißt du, aber wenn du die Person liebst und solche Sachen, das ist auch wieder was anderes. Nee, bei mir ist direkt so, bei mir bricht was. Ja. Das ist wie direkt so, krass. Und da kann ich, egal wie ich das versuchen würde, vorbei, ist ja fake. Einfach, also ich könnte es natürlich versuchen, aber es ist so richtig fake. Mhm. Ich könnte, also, auch wenn ich sagen würde, ja, okay, das wird mich die ganze Zeit abfucken, die ganze Zeit. Ja, vor allem ist. Ich finde, wir schwarzen Menschen haben generell sehr Vertrauensprobleme. Wir vertrauen eigentlich gar nicht. Mm. Also es braucht sehr lange, bis wir überhaupt diese Bindung aufbauen. Und dann kommt sowas und deine ganze Welt fällt irgendwie ineinander zusammen. Nochmal dieses Ganze aufzubauen, denkst du so, nee, ich baue mir ein neues Haus. Also ich kaufe mir neues, was schon steht. Ja. So, wisst ihr, was ich meine? Ich hab noch mehr Fragen, aber das wird zu lang. Wir machen das beim nächsten Mal. Schreib dir das jetzt auf. Schreib dir jetzt auf, weil man vergisst sonst. Wir kommen jetzt zur letzten Kategorie. Ich habe ein Video rausgesucht. Ich bin gespannt. Was ich krass finde. Okay. Krass gut, krass schlecht, weiß ich nicht. Okay. Aber ich fand's krass. ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Wo ist das hier? My ex cheated on me, so I f***ed his mom. I'll f*** with you. I did it. You f***ed his mom? I f***ed his mom. Was the pussy fire? She was fine as f***. Listen, I'm pansexual, so anybody can get it. Can get it. Anybody can get it. Also, he cheated on me, so I f***ed his mom. Wow.
Das ist heftig. Das tut richtig weh. Das ist krass. Amen. Das tut richtig weh. Aber was wäre für euch schlimmer, ob, wenn sie was mit dem Vater gehabt hätte oder Mutter? Naja, ich meine, das ist, also Vater, das ist so, was man denken würde, so weißt du. Aber ich meine, wenn, sag ich mal, die Mutter gar nicht lesbisch ist oder gar nicht auf Frauen steht, aber du hast es trotzdem geschafft, irgendwie sie rumzukriegen und trotzdem was mit ihr zu machen. Aber krass, ich kann mir auch schon vorstellen, wie es war im Szenario. Wie? Erzähl mal bitte. Sie ist zu der Mom gegangen, um sich auszuheulen über den Sohn halt. Ja, he cheated on me. How could he do that to me? Like, I did everything. Und die Mutter so, oh, babe, don't worry. You're beautiful. You're beautiful. Mm-hmm. You got this, you know? You know how men are. Oh. And dann sie so, yeah, you think so? You know, danke schön, dass du für mich da bist. Und so, ich weiß es zu schätzen. Mach dir so Hand ins Gesicht. Ich weiß es zu schätzen. Jetzt machst du Finger im Mund einfach. Und dann immer diese Frage so, wo die Mutter gesagt hat so, oh, don't worry, you are beautiful. Und so, you really think I'm beautiful? So, weißt du? Yeah, of course. Oh, yeah, of course. Yes, of course. Oh, you really think that? Yeah. I always was a fan of yours. You really think that? Yeah. And you got those lips and... You really think that? Oh yeah, sure. You're a beautiful girl, you know. Everybody loves you, you know. My son don't deserve you, you know. Das war jetzt besser, oder was? Ja, das war besser. Viel besser. Ja. Wow. Nein, ist auch egal. Auf jeden Fall, ich glaube, so war das, hat es so ein bisschen auf, ne? So, ja, ist okay. Und dann so. Ja, ich glaube so. Aber es gibt mit der Mutter, dass sie das es zulässt. Gibt doch diese ganzen Pornos. Also das weiß sie nicht. Das weiß ich natürlich nicht, gehört. Weil mehr das hast du gehört, ja. Habe ich gehört, dass es so Kategorien gibt. Mhm. So zum Beispiel Handwerker kommt rein und schläft mit der Tochter. Mhm. Ja, sowas ähnliches vielleicht. Und dann mit der Mutter. Ja, also, genau. Ja, worauf willst du hinaus? Ich weiß, ich habe keine Ahnung, worauf ich hinaus wollte. Oh mein Gott. Aber ich glaube, das ist ja nicht, also, das ist jetzt keine Seltenheit. Ne? Ich habe euch doch gesagt. Ja, aber es ist schon krass, dass du von deinem Sohn die Freundin. Die was hast. Ich habe euch gesagt, in Amerika passieren solche Dinge. Nur nicht in Amerika. Hier. Nicht so wie mit dem Pipi-Bett. Ja, letztes Mal. In Amerika. Das passiert in Amerika. Yeah. Auch alle Filme, ist schon mal aufgefallen. Sowas passiert überall, aber nur man hört nichts davon. So. Nee, aber ist mir schon mal aufgefallen, dass alle Filme, wo Godzilla kommt oder so, das passiert nur in Amerika. Nie passiert das in Deutschland. Stimmt auch wieder. So super. Abnormales, was Abnormales habe ich noch nie in Deutschland. So Iron Man, das ist nur in. Obwohl in Holland. In Holland sind die auch so. Ja. Ja, die sind verrückt da. Aber darauf müssen wir nicht eingehen. Mm. Ja, ist krass. Auf jeden Fall. Wie würdest du reagieren? Würdest du, sag ich mal, dein Freund schläft mit deiner Mutter? Mit Vater? Oder? So. So, nämlich. So. Oh, wow. Both need help. Both need help. Das ist krass. Both they need help. Nicht because of a man, eh? I don't. But both are betraying me. Yeah. Mein Vater hintergeht mich und mein Freund. Das ist zu deutsch. Ich meine, sehr interessante Frage, ein sehr interessantes Thema. Was haltet ihr davon? Wie denkt ihr über so eine Situation nach, wenn zum Beispiel deine Mutter mit deinem Ex-Freundin was hat oder Vater mit deinem Ex-Freund? So richtig crazy. Deswegen schreibt uns, das was denkt krass. Ihr dazu? Das können wir das nächste Mal besprechen. Ja, naja, das ist richtig krass. Warum ist es krasser als Frau? Ach, beides. Aber das besprechen wir in der nächsten Folge. Okay. Und wie gesagt, das war eine weitere Folge von Integriert sein Vater. Bitte folgen und abonnieren und ihr kennt das ganze Spiel. Wir sind raus! Peace out, Aita. Bye!